Und das Stichwort ist auch gefallen. Es ging schon ein bisschen in die Richtung Wirtschaftlichkeit. Ja? Und wenn es um Finanzen geht, da haben die Schweizer wohl besonders viel Vorschussvertrauen. Atomkraft kann man drehen und wenden, wie man will. Am Ende kommt immer ein Defizit heraus. So ungefähr hat es der unabhängige Ökonom Kaspar Müller bei unserem ersten Telefonat umrissen. Er widmet sich in seiner Arbeit dem Spannungsfeld zwischen Ethik und Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Finanzmarkt, Ökologie, Demokratie. Und er hat eine ganz klare Analyse verfasst, dass Atomkraft nie rentabel war und ist und es nie sein wird. Ich bitte um Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier mit Ihnen über ein Thema diskutieren kann, das mich wirklich sehr beschäftigt. Ich meine, was ich heute gehört habe und was ich selber auch in der Schweiz teilweise erlebe, es ist atemberaubend. Aber es wird noch atemberaubender, wenn wir wissen, dass nie ein Franken oder ein Euro damit verdient wurde. Meine Kernthese, und ich möchte Sie davon überzeugen oder Ihnen erklären, warum ich das sage: Atomkraft war nie rentabel und wird es auch nie sein. Und Laufzeitverlängerungen werden daran nichts ändern. Sie werden nur noch die Verluste erhöhen und die Risiken erhöhen. Denn wenn die Verluste weiter höher werden, dann hat man eben entweder die Möglichkeit, die Verluste ansteigen zu lassen oder die Sicherheit zu senken und damit zu versuchen, Geld zu sparen. Wie bin ich denn auf diese... Das blättert nicht, oder? Ah, so, voilà. Wie bin ich denn überhaupt auf diese These gekommen? Meine ursprüngliche Herkunft ist der Finanzmarkt. Und ich lese viele Dinge mit der Sprache des Finanzmarktes. Und bereits im Jahre 1999, als ich mich noch nicht mit der Kernenergie befasst habe, ist Folgendes vorgefallen. Das Kernkraftwerk Leibstadt, das jüngste Kernkraftwerk der Schweiz, hier hat ein Aktionär seine 5% Beteiligung verkauft, und zwar der deutsche Aktionär, weil er hat nur noch Verlust eingefahren mit dem Strom, den er von Leibstadt abnehmen musste, weil er in einem freien Markt verkaufen musste, während die Schweizer in einem Monopolmarkt verkaufen mussten. Und was war die Bewertung dieses Kraftwerkes? Die Deutschen haben keine D-Mark damals bekommen, sondern sie haben 120 Millionen D-Mark bezahlt, dass sie das Paket überhaupt wegbekommen. Das heißt, das Kernkraftwerk Leibstadt hatte damals schon einen negativen Wert von minus 2 Milliarden. Und wenn man das jetzt eben auf die Finanzmarktoptik sieht, dann sieht man, das ist einfach nur eine finanzwertzerstörende Industrie. Das war eigentlich mein Einstieg. Ich habe dann im Jahre 2007 an einer Studie mitarbeiten können von der EU-Kommission über das Nuclear Decommissioning. Und das hat dazu geführt, dass ich dann immer wieder zu diesen Themen der Wirtschaftlichkeit angefragt wurde. Was für mich wichtig ist, seit dieser Studie arbeite ich unabhängig und nicht im Auftrag irgendeiner Organisation. Ich bin auch unbezahlt, das ist ganz wichtig, weil wenn man mit der Kernenergie debattiert, heißt es immer wieder, ja, Sie vertreten ja das oder das oder das. Ich bin einfach ich und sage die Themen, worauf ich oder die Ergebnisse, auf die ich gestoßen bin. Nachhaltigkeit und Kernenergie. Die Kernenergie versucht sich ja jetzt als nachhaltig zu verkaufen. Aber ich habe im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gelernt, dass es drei Dimensionen gibt, nämlich die ökologische, die soziale und die wirtschaftliche. Und wenn wir zu Beginn der Debatte über die ökologische und soziale gesprochen haben, dann hieß es immer, ja, aber ihr müsst auch noch die Finanzen berücksichtigen. Wenn wir das auf die Kernkraft anwenden, dann müssen wir nicht einmal mehr die ökologische und soziale Nachhaltigkeit beurteilen, weil die finanzielle ist derart desaströs, dass das Wort Nachhaltigkeit hier nichts verloren hat. Übrigens,
dieses Beispiel von Leibstadt ist nicht das einzige. Auch die Briten wollten, das war bereits 1996, ihre 8 modernsten, die besten Kernkraftwerke, die sie hatten, verkaufen, indem sie sie an die Börse brachten. Und wenn sie an die Börse wollen, dann kommen die Investmentbanker und machen Bewertungen, und die wollen möglichst hohe Bewertungen, weil je höher die Transaktion, desto höher die Kommissionen. Und der Buchwert der Kernkraftwerke dieser 8 war damals 5 Milliarden. Und jetzt kommen die Investmentbanker und sagen, das ist aber nur 2,8 wert. Da sehen Sie schon, in den Büchern standen damals schon Werte, die es nicht gab. Denn dass Investmentbanker die Werte drücken, ist eher selten. Und dann kam der erste Börsentag, und aus diesen 2,8 Milliarden wurden im Nu noch 1,4 Milliarden. Es gäbe jetzt noch ganz viele andere Beispiele, die belegen, dass die Kernenergie finanziell einfach total daneben liegt. Für die Kernenergie braucht es deshalb eine Dualität des Vertrauens. Einerseits in die Technik, darüber haben wir jetzt viel gehört, aber eben auch in das Management und in die Finanzen. Und ich habe meine Zweifel, die gleichen Zweifel, die Sie bezüglich Technik geäußert haben, die beschleichen mich auch, wenn ich das Finanzmanagement dieser Unternehmen anschaue. Und warum das so ist, das will ich Ihnen erklären an einem ganz einfachen Beispiel. Ich glaube, es geht darum, dass wir die Business Dynamics der Kernenergie verstehen. Und dazu muss ich leider mein Mikrofon weglegen, weil ich habe hier eine lebende Folie mitgebracht. Wenn Sie ein Unternehmen gründen, dann müssen Sie investieren und dann kommt die Laufzeit und wenn fertig ist, ist fertig. Aber die Kernenergie ist gekennzeichnet durch ein Investment-U, das untaugliche U. Sie müssen am Anfang Milliarden investieren, und das haben wir jetzt x-fach gehört. Es sind nicht Milliarden, es ist immer dreimal die Milliarden mindestens, die Sie sagen. Das sind enorme Beträge, die meistens subventioniert sind oder mit Kreditvergünstigungen aus der Regierung finanziert werden. Also ich denke, darüber muss ich jetzt nicht mehr viel sagen, das wurde immer wieder thematisiert. Und dann kommt die Laufzeit. Und die Laufzeit ist gekennzeichnet dadurch, dass keine Erträge anfallen. Weil, und das haben auch Sie dargestellt, in Finnland die Gestehungskosten einfach größer sind, als was man am Markt verkaufen kann. So ist das nun einfach einmal. Also während der Laufzeit dampft aus Ihrem Kühlturm Euros, die einfach verloren sind. Und das ginge ja jetzt noch, wenn nicht, im Gegensatz zu anderen Industrien, das bittere Ende käme, die Entsorgung, die nochmals viel teurer ist als die Anfangsinvestition und die meistens in den Berechnungen hier nicht drin ist, wenn man das mit anderen Technologien vergleicht. Also dieses U ist eines der ganz großen Probleme, das sind die Business Dynamics. Und eigentlich muss man nur dieses vor Augen haben, um zu verstehen, dass das finanziell nicht tauglich, ja, jetzt kann ich wieder leiser sprechen, nicht tauglich ist. Jetzt während der Laufzeit, dazu möchte ich noch einige Probleme besprechen mit Ihnen. Diese ist nicht nur durch Verluste gekennzeichnet, sondern durch Interessenkonflikte. Es gibt Governance-Probleme, es gibt Cash-Profil-Probleme, die Innovation wird ignoriert, die Bilanzen sind schwach und auch die Ausreden des Deckungsbeitrages gelten nicht. Ich werde zu jedem Thema 2, 3 Bemerkungen machen. Wenn jetzt endlich einmal ein Kernkraftwerk steht, dann haben Sie das Problem, was wollen Sie mit den finanziellen Ressourcen, die Sie einnehmen, machen? Wollen Sie die laufenden Kosten decken oder legen Sie etwas zur Seite für die Stilllegung und Entsorgung oder zahlen Sie
die Schulden, die Kredite der Banken zuerst zurück, bevor sie in die Entsorgung einzahlen. Das sind unterschiedliche Themen der Finanzströme auf der Zeitachse. Das sind enorme Konflikte. Es ist kein Geheimnis, zumindest in der Schweiz hat man natürlich zuerst die Schulden den Banken zurückbezahlt, weil die Banken auch Studien gemacht haben und gemerkt haben, dass es ein unrentables Geschäft ist. Oder wollen Sie das Geld für die Nachrüstung investieren? Oder wollen Sie Reserven bilden? Die Kernkraftwerksbilanzen der Schweizer Unternehmen haben absolut keine Reserven. Wollen Sie abschreiben, Steuern zahlen oder wollen Sie Dividenden zahlen? Das haben Sie immer gemacht, Ihren Aktionären Dividenden bezahlt. In diesen verschiedenen Themen liegen derart viele Konflikte, die entschieden werden, welche Anspruchsgruppe mehr Macht hat. Und es sind meistens eben die Betreiber, die am Drücker sind und nicht zum Beispiel die zivile Gesellschaft, die mehr an der Stilllegung und Entsorgung interessiert wäre. Das Cash-Profil während der Laufzeit, ja, Sie planen die Laufzeit, zuerst die Investitionen und dann ist natürlich geplant, wie viel Geld hineinkommt. Aber dann kommt plötzlich wie der Blitz, kann ein Ereignis eintreten und alles stimmt nicht. Das kann die Deregulierung sein. Das war für die Schweizer Kernkraftwerke ein Schock, als die großen Kunden dann auch am freien Markt einkaufen konnten, kam das ganze Finanzkorsett durcheinander, als plötzlich die Mittagsspitze wegfiel, an der man hohe Margen erwirtschaften konnte. Das hat alles durcheinander gebracht oder eben auch ein Unfall, neue Technologien. Und ich finde einfach, Dürrenmatt hat das schon gut auf den Punkt gebracht. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer mag sie der Zufall zu treffen. Zur Innovation habe ich eine österreichische Folie gemacht und Sie haben das Thema ähnlich angesprochen. Es ist unglaublich, also eigentlich müssen Sie stolz sein, Sie reden von 30, 40 Jahren. In der Schweiz reden wir von 50 Jahren. Ich habe Texte mit 60 Jahren und in Unterlagen stehen auch schon längere Zahlen. Und wenn man sich in eine Technologie einschließt, wie Sie gesagt haben, ich kann den Reaktor nicht ausbauen und dass diese Zeit ist, dann sehen Sie, links ist der Toni Seiler und rechts ist der Marcel Hirscher. Also der Toni Seiler hat bestimmt keine Chance gegen Marcel Hirscher, wenn man hier sieht, wie sich die Technologie entwickelt hat. Oder für diejenigen, die die österreichische Skiszene nicht so kennen, wenn man das mit dem Telefon macht, das war ein Telefon vor 60 Jahren im Vergleich zu unserem Handy. Also wenn man sich in der Kernenergie einschließt, verliert man Geld und verpasst die Innovation. Und weil man jetzt nichts verdienen kann, kommt das wichtige Beispiel der Bilanzen. Diese Betreiber, die wir haben, haben heute alle schwache Bilanzen, weil irgendwie schlägt sich das ja in den Büchern nieder. Und ich gehe jetzt nicht durch diese Bilanz durch mit Ihnen im Detail, aber ich will Sie auf einen Punkt aufmerksam machen, auf die unterste Linie. Da wird zum Beispiel, dass man doch noch überlebt, werden plötzlich zukünftige Kosten aktiviert. Also darüber habe ich auch schon lange Vorträge gehalten, dass Sie das wirklich verstehen. Das ist unglaublich, zukünftige Kosten als Aktivum in die Bilanz zu stellen, damit die Bilanz nicht aus den Fugen gerät. Und das bei einer Eigenkapitalquote von 10%. Wenn Sie sehen, diese zukünftigen Kosten, die Sie in der Bilanz haben, die sind hier 400 Millionen und das Eigenkapital um die 500. Also die müssten eben Konkurs anmelden oder wieder neues Eigenkapital aufnehmen. Und genau dagegen wehren Sie sich. Deshalb machen Sie alles. Auch im Accounting gehen Sie an den Limit dessen, was zulässig ist, damit das überhaupt noch funktioniert. Und die neueste Sprachregelung, die Sie jetzt haben, ist, ja, okay, es macht Verlust. Das geben Sie mittlerweile zu. Aber solange wir noch einen Deckungsbeitrag an unsere Fixkosten haben, ist es immer noch besser, das Ganze weiterlaufen zu lassen, anstatt abzustellen. Das ist aus meiner Optik purer ökonomischer
Nonsens, aber es verfängt. Es verfängt bei den Journalisten und den Politikern. Aber einen Deckungsbeitrag, der nützt mir nur etwas. Ich kann schon mal einen negativen haben, wenn ich weiß, dass ich irgendwann wieder einmal auftauche. Aber hier zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass die wieder einmal in die Gewinnzone kommen. Und wenn sie in die Gewinnzone kommen in 10 Jahren, dann sind sie abgestellt. Dann können sie es gar nicht mehr einkassieren. Und sollte es doch dann noch so sein, dass der Energiepreis plötzlich explodiert und sie in die Gewinnzone kommen, ja, aber dann boomen die Photovoltaik und die Windenergie erst recht und sie sind chancenlos. Also dieses Argument ist auch völlig unbrauchbar. Dann die Stilllegung und Entsorgung, die wurde einfach lange Zeit unterschätzt. Das erste Kernkraftwerk in der Schweiz ging 69 ans Netz und es ist immer noch am Netz und macht keine Anstalten, davon wegzugehen. Und die ersten Franken in den Entsorgungsfonds hat man dann im Jahre 2000 einbezahlt. Also man hat einfach mehrere Jahrzehnte nichts gemacht mit der Stilllegung. Und das kann man geschichtlich auch nachvollziehen. Ich habe alle Bilanzen dieser Kernkraftwerke seit Gründung angesehen. Am Anfang, wenn es Obligationenprospekte gab, ja, da wurde über die Entsorgung gar nicht gesprochen. Oder es wurde gesagt, die finanzielle Seite der Entsorgung wird keine unüberwindbaren Hindernisse bilden. Das war die Denkart. Ich weiß nicht, war sie so, obwohl sie es wussten, dass es nicht so war, oder haben sie es wirklich geglaubt? Und sie glaubten auch, dass die Kostenvorteile der Kernenergie längerfristig noch deutlicher hervortreten werden. Und das führt eben alles zum Kampf Steuerzahler oder Betreiber. Es gilt das Verursacherprinzip und heute bemühen sich die Betreiber mit allen Mitteln, nicht heute möglichst viel einzuzahlen, sondern das auf die lange Bank zu schieben. Dazu dient die Laufzeitverlängerung eben auch im Hinterkopf, dass man sagen kann, jetzt haben wir noch mal 10 Jahre länger Zeit, um diese Fonds zu füllen. Und das geht einfach nicht, weil das Verursacherprinzip heißt, sie sollen heute zahlen. Das Vorsorge- und das Vorsichtsprinzip meinen, dass man lieber zu viel einbezahlt als zu wenig. Und würden sie zu viel einbezahlen, dann würden sie es erst noch zurückerhalten. Aber wenn sie zu wenig einbezahlen und wir in 20, 30 Jahren dann plötzlich mehr Gelder brauchen, es wurden diese 100 und mehr Jahre gezeigt, dann sind sie entweder nicht mehr da oder ihre Bilanzen sind derart schwach, dass keine Hoffnung besteht, dass aus diesen Unternehmen irgend noch ein Beitrag fließt. Ergo wird der Steuerzahler oder noch anders gesagt, werden die zukünftigen Generationen das zu zahlen haben. Deshalb eben meine Thesen, sie waren nie rentabel, in einem marktwirtschaftlichen Umfeld sowieso nicht. Sie werden es nie sein, auch nicht mit Laufzeitverlängerung. An der Disziplin zweifle ich. Und der Direktor des Nuklearsicherheitsinstituts, er selber hat in der Zeitung gesagt, mittlerweile seien aber aufgrund der tiefen Strompreise KKW nicht mehr rentabel. Also gibt das auch zu. Man müsse kein Prophet sein, um das Risiko zu erkennen, dass nur so viel investiert werde wie nötig. Wanner will bereits erste Anzeichen für Druckversuche aufs ENSI erkennen. Das alles ist eben stark motiviert und auch getrieben von der finanziell desolaten Lage der Kernkraftwerkbetreiber. Und es wäre wirklich klüger, man würde sagen, wir stellen die Kernkraftwerke heute ab, setzen uns politisch zusammen, wie finanzieren wir das, anstatt dass wir jetzt einfach sagen, wir installieren eine Verlustwirtschaft und halten dann am WEF in Davos Vorträge über die Marktwirtschaft. Danke vielmals. Ja, vielen herzlichen Dank für diese
wahnsinnig gut vorbereitete und ausgeführte Darstellung eines finanziellen Desasters. Wir haben es ja immer schon, darf ich es rustikal sagen, im Urin gespürt, dass das ungefähr so ist, aber jetzt ist das ganz klar belegt. Natürlich auch die Frage, wie können wir da dagegen halten? Da ist doch was zu tun, das kann doch nicht sein, dass das wirklich so weitergeht. Also nach diesen ganzen Informationen wollen wir sind ja solche Leute, wir wollen ja Möglichkeiten abstecken, etwas dagegen zu tun. Und was man dagegen machen könnte, das ist genau die Domäne von Patricia Lorenz, die langjährige Umweltaktivistin, ist eigentlich Dolmetscherin und somit bestens gerüstet für die Beteiligung an grenzüberschreitenden Verfahren gegen Bau und Laufzeitverlängerung von Atomreaktoren. Und sie ist ja schon in laufende Verhandlungen zur Einführung dieser verpflichtenden UVP für Lebensdauerverlängerung von AKW unter der ESPO-Konvention involviert. Ich darf um deinen Beitrag bitten, liebe Patricia. Ja. Jetzt habe ich es, glaube ich, zu leben. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch über meine Arbeit berichten kann. Ja, so, und jetzt zum Abschluss wird es noch richtig öd, weil ich soll jetzt ein bisschen erklären, was es für rechtliche Möglichkeiten gibt, weil ich meine, wir haben eigentlich den ganzen Tag gehört, dass es technisch irrsinnig viele Gründe gibt, ganz klar, warum man eine UVP braucht, dass es gar nicht erklärbar ist, wieso es keine gibt, beziehungsweise eigentlich bräuchte man viel gröbere Überprüfungen, glaube ich, wenn es nach den technischen Experten ginge, und es steht halt immer so im Raum, gibt es das, dass es das eigentlich nicht gibt? Ich glaube, das war ein bisschen die Frage, wie wichtig die Lebensdauerverlängerungen sind, ist auch schon klar, weil es ja de facto keine Neubauten gibt. Das heißt, die ganze Industrie hängt ja jetzt an den Lebensdauerverlängerungen. Ich habe da irgendwo Bilder, die illustrieren eigentlich nur, dass sich so manche, also auch Minister, natürlich die Zähne daran schon ausgebissen haben. Es war vor allem Dole und Jansch oder natürlich auch die Ministerin, aber auch, was ich nicht wusste bis vor kurzem, Genf hat anscheinend versucht, sich gegen ein gefährliches AKW, du hast eben auch schon genannt, zu wehren. Also ich meine, aus dem heraus, glaube ich, ich werde jetzt nicht alle Möglichkeiten durchgehen, aber es gibt natürlich de facto keine. Wollte noch kurz eingehen auf die Behauptungen, dass zum Beispiel Euratom, wird manchmal gesagt, das ist ja so die Rechtsgrundlage, auf der wir gemeinsam darüber diskutieren könnten und so weiter. Da ist natürlich auch nichts dergleichen drinnen. Charakterisiert ist es ja über die 30 oder 40 Jahre, je nach Generation, aber das ist eben auch eher eine technische Tatsache. Rechtlich haben wir uns bisher leider auch ziemlich daran die Zähne ausgebissen. Das heißt, welche Reaktorsicherheit, wo kann man da mitreden? In Wahrheit ist es eben immer noch eine nationale Sache und auf EU-Ebene gibt es gar nichts. Es gibt halt manchmal politischen Druck, wie man sieht, der Ergebnisse bringt, aber man kann eben nie die Schließung eines AKW im Nachbarlandes verlangen. Das heißt, es gab dann einen Durchbruch, als nämlich dass die AKWs in der Ukraine Rivne wurden Lebensdauer verlängert. Und da hat dann eine NGO dagegen geklagt, dass das verlängert wurde ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Und es ist eigentlich erst aufgefallen, dass unter der zuständigen Konvention, der ESPO-Konvention, zu Umweltverträglichkeitsprüfungen diese Lebensdauerverlängerungen gar nicht dabei sind. Was fast alle hier schon kennen, weil sie auch dabei waren, sind halt Umweltverträglichkeitsprüfungen für Neubauten für AKW, wie sinnvoll die sind und wie viel wir da überhaupt betrachten durften. Das ist halt immer wieder unterschiedlich. Ich muss aber hier auch mal was Positives sagen. Der Rahmen wird immer größer. Das heißt, es wird immer mehr möglich, auch nukleare Sicherheit darin teilweise anzusehen oder manchmal sogar auch den Quelltherm, also das, was passieren könnte. Manchmal geht es schon über auch in die schweren Unfälle, aber im Großen und Ganzen muss man schon noch sagen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen eben vor allem die Umwelt, die Natur und die Emissionen betreffen sollen. Das heißt, seit diesem Vorstoß in Rivne hat man sich also an das Implementation Committee gewendet
Und die haben dann festgestellt, ganz klar, dass das hätte angesehen werden müssen über eine UVB. Und jetzt beginnt dann auch für die ganze Konvention und wie sie funktioniert, glaube ich, eine recht unerfreuliche Epoche, weil sie haben dann ganz klar gesagt, dass die Extension of the lifetime of a nuclear power plant after expiration of the original license, even in absence of any works, is to be considered as a major change. Das heißt, es ist ganz offensichtlich für die fürs Implementation Committee, dass eine UVB zu machen ist, auch wenn es zu keinen baulichen Änderungen gekommen sein sollte. Und die Konvention hat bis dahin über das Nukleare eigentlich nie verhandelt. Das heißt, das Implementation Committee, die Damen und Herren, die wissen, wie die Konvention umzusetzen ist, die haben halt einen Vorschlag gemacht und dem sogenannten MOP, the Meeting of the Parties, den Vertragsstaaten vorgestellt. Das ist sämtliche EU-Staaten, was natürlich mittlerweile ein sehr großer und sehr einflussreicher Block in diesen Verhandlungen ist. Aber da es unter UNECE ist, also Economic Committee of Europe, also der europäische Teil, also sozusagen für die von der UNO, sind noch Armenien, Aserbaidschan, Russland, Ukraine und mehrere angrenzende Staaten dabei. Und in diesem Fall haben die es einfach nicht akzeptiert und haben da diese recht skurrile Beschluss der Vertragsstaaten angenommen, wonach ja, okay, gut, für Rivne hätte man das machen müssen, aber das gilt nicht für die anderen AKW, das gilt nur für Rivne, weil das ein spezifisches AKW sei. Wir haben uns allen Ernstes dann kurz überlegt, was da speziell sein könnte. Das ist der Typus wie zum Beispiel Dukovany oder Mochovce, konnten aber nichts Spezielles entdecken. Das heißt, da hat er sozusagen die Kuhhandelphase in der Konvention begonnen. Das heißt, sie haben das nicht akzeptiert und die Ukraine hat das aber auch nicht akzeptiert, dass sie als Einzige jetzt eine UVP machen müssen. Das ist ja auch immer grenzüberschreitend. Das heißt, es hat sich dann geschleppt bis zur nächsten Vertragsstaatenkonferenz 2017 in Minsk. Da ist es dann wieder eskaliert, das Thema Atom, also wo es hintritt, ist alles kontaminiert, ist mir vorgekommen. Und da hat man das dann nicht regeln können. Und es wurde die sogenannte Ad-Hoc-Gruppe zur Ausarbeitung einer Guidance, wie in diesem bei PLEX vorgegangen werden soll, einberufen. Und wie man weiß, wenn man länger mit der EU zu tun hat, da wo Ad-Hoc draufsteht, geht es um glatte Ewigkeiten. Das heißt, diese Ad-Hoc-Gruppe tagt noch immer völlig unermüdlich. Und ich würde sagen, sie hat im Vorjahr, also es waren auch NGO-Vertreter, also genau zwei immerhin eingeladen, und bei den Terms of Reference, da habe ich auch dort reden können und sie haben das ziemlich geballt übernommen. Ja, also das fand ich mal ganz toll, also auch warum man eine UVB braucht und warum das nicht zu ersetzen ist durch das, was die Nuklearlobby vorschlägt. Aber kurz gefasst, das Ganze gerät ziemlich ins Stocken, muss man sagen, zurzeit. Das Hauptproblem ist, ich meine, wie gesagt, während hier ja klar ist, warum das altert und auch die Auslegung und nicht nur die Komponenten, das ist in diesem Rechtskontext leider gar nicht so leicht darstellbar. Also zum Beispiel die Lieblings- und noch nicht ganz besiegte Linie der Argumentation ist laut also der Betreiberstaaten, dass es PLEX ja eigentlich überhaupt nicht gibt. Der Großteil aller AKW läuft auf unlimitierten Betriebsgenehmigungen von irgendwann. Und sie sagen, das Einzige, was sie sozusagen als Entscheidung überwinden müssen, ist dann immer die PSA, also die periodische Sicherheitsüberprüfung. Die machen sie halt alle 10 Jahre. Die ist, glaube ich, auch über die IAEA und natürlich auch über die Sicherheitsrichtlinie festgelegt. Da sagen sie halt, naja, da wird geschaut, dass die Sicherheit ziemlich auf dem Status ist, wo sie es halt genehmigt haben und da wird dann laufend irgendwas ersetzt, aber eigentlich passiert gar nichts, es ist eigentlich alles immer gleich und dadurch könnte man gar nicht sagen, dass nach 30 oder 40 Jahren ein derartiger Einschnitt wäre. Ja, und das ist jetzt auch das Problem, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Rivne-Fall, weil bei diesen kleinen WWRs, da war das so, das wurde noch in der Sowjetunion gebaut, da steht tatsächlich 30 Jahre ist die geplante Betriebsdauer mehr oder weniger drauf. Und das haben wir aber im Großteil der westlichen Reaktoren nicht. Ja. Das heißt, wir wären schon froh, wenn man einzelne sozusagen Komponenten hätte, wo das drauf stünde. Das ist ein extrem großes rechtliches Problem, auf das zumindest mal in dieser Ad-Hoc-Gruppe noch keine Antwort gefunden wurde. Und überhaupt besteht auch
dort vor allem eben, wie gesagt, und wie funktioniert das? Ja, ich meine, da wird immer wieder Fragebögen ausgeschickt an diese Vertragsstaaten. Wie ist das bei euch? Wie genehmigt ihr das? Um irgendwie weiterzukommen. Und ganz stark ist das Denken halt verdichtet auf die nukleare Sicherheit. Das heißt, es geht immer um das Innere im AKW und gerne wird halt übersehen, was eben eine UVP, wo das Wort Umwelt ja drin ist, eigentlich auch betrachtet, nämlich die Umgebung, ja, die ja bei den meisten AKW nie angeschaut wurde, weil es damals überhaupt keine UVPs gibt. Das heißt, man müsste, so versuchen wir es auch zu argumentieren, auch rechtlich, das gegen das veränderte Außen natürlich vergleichen. Ja? Also gerade so etwas wie Doel, als das vor 40 Jahren gebaut wurde, da war da relativ wenig. Jetzt ist natürlich eine enorme Bevölkerungsdichte dort, da ist ein chemischer Industriekomplex, das sind natürlich ganz andere Gefahren, es gibt andere Mobilität, andere Transportwege, die Umwelt hat sich verändert, es gibt sicher andere geschützte Arten und all diese Dinge, wo die Atomaufsicht natürlich nicht einmal behaupten würde, dass sie sich das ansehen. Ja, das versuchen wir auch darüber. Ebenso gibt es natürlich neue Gesetzgebungen im Strahlenschutz, das wird natürlich auch laufend angepasst, aber das ist alles immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ein Riesenthema wäre, gerade jetzt auch, wenn man sich ansieht, natürlich die Klimaveränderungen, ist die Wasserversorgung. Ja? Klar, wir wissen es, kommt zu dramatischen Verringerungen. Und hier haben wir zum Beispiel auch geredet, auch eben mit der Aufsichtsbehörde in der Slowakei, zwar nicht zu dem Thema, aber oder Dukovany, das ist das Wasser halt schon sehr knapp und dann sagt halt die Aufsichtsbehörde aus ihrer Sicht, na, wenn da kein Wasser ist, dann drehen wir es halt ab. Ja, wenn wir ihnen das jetzt mal glauben würden und sie machen das tatsächlich, denke ich mir immer noch, ich meine zum Beispiel bei der Jihlava in Dukovany, da sind ja extrem viele Menschen abhängig von dem Wasser und das Wasser ist dort in manchen Sommern jetzt schon so wenig, dass sogar den Gärtnern verboten wird, mit der Gießkanne kurz vorbeizuschauen und sich ein bisschen Wasser zu holen. Dass es immer die Leute fragen würde, ob sie denn jetzt wirklich unbedingt alle 4 oder auch 5 Blöcke in Betrieb haben wollen oder doch ein bisschen selber gießen, könnten ganz andere Ergebnisse rauskommen. Ja. Und nein, aber ich glaube, da spricht die Hobbygärtnerin. Aber das sind die Sachen, die gar nicht klar sind, weil das alles immer so fixiert ist auf diese nukleare Sicherheit. Ja. Aber dass da ganz andere Gedanken auch noch dazukommen und Interessen. Und ich glaube auch, dieser Aufwand, den die jetzt mal betreiben, wenn wir da sitzen, welches Theater sie machen um eine UVP. Ja? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass eine UVP quasi noch nie irgendwas verhindert hat. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, dann macht's doch eine. Ich meine, das ist ja jetzt alles nicht so dramatisch. Ja, aber ich glaube, dass, wie auch schon angedeutet wurde, wenn man die Leute damit konfrontieren würde, ja, das ist jetzt 40 Jahre, und wir würden auch nur andeutungsweise es schaffen, da Sicherheitsdefizite hineinzuschreiben, dann könnte nämlich ausnahmsweise tatsächlich die Bevölkerung Interesse haben und einfach mitdiskutieren wollen. Und ich glaube, das wird halt enorm gescheut. Und eines der Themen, die natürlich auch typisch UVP wären und erst dann ins Spiel kämen, wäre natürlich auch die Frage der Emissionen. Ja, was wird da emittiert und in welcher Menge ließe sich das reduzieren? Also all die Themen, die heute schon gefallen sind, wären natürlich in der UVP möglich, aber wie gesagt, dieses Triggern, also wann wird die UVP fällig, daran nagen wir also, weil es jetzt aussieht, dass man über diese einfach zu sagen 30 oder 40 Jahre nicht weiterkommen, versucht man es halt auch zu sagen, na gut, es gibt ja auch so wirklich auch physische Änderungen, es werden tatsächlich Komponenten eben ausgetauscht, ist bei Sicherheitserhöhungen, aber auch bei Leistungserhöhungen, die ja oft Hand in Hand gehen mit den Lebensdauerverlängerungen, ob man das da machen könnte. Da ist einerseits ein Unterschied, das ist dann ganz interessant, wenn man sich es genauer noch ansieht, zwischen ESPO und der Implementierung in der EU-Richtlinie. Bei ESPO ist das eigentlich besser, weil bei der EU-Richtlinie heißt es, man bräuchte bauliche Veränderungen aufgrund des sogenannten Brüsseler Flughafen-Urteils. Das heißt, es müsste wirklich eine bauliche Maßnahme sein. Ich denke mir, im Großteil der Fälle würden wir schon die eine oder andere neu aufgezogene Wand in fast jedem AKW finden, zur Not. Ja, aber da sieht man, mit welchen Sachen wir uns dann da herumschlagen müssen. Ein weiteres Problem, eines der größeren, neben den vielen kleineren in dieser Debatte, ist natürlich die Frage, was ist eigentlich eine Entscheidung? Darüber, glaube ich, wird schon wieder Wochen nämlich diskutiert. Wir bräuchten also bei ESPO und bei Aarhus
den Punkt, wo eine verwaltungsrechtliche Behörde oder so einfach sagt, ja, das ist jetzt die Lebensdauerverlängerung. Und da haben wir jetzt wieder Berge von Papier von den Vertragsstaaten, die ja wieder nachweisen, dieser Zustand tritt ja gar nicht ein, da es ja eh unlimitiert ist und wir nur über die periodische Sicherheitsüberprüfung dieses Ding verlängern, gibt es dann eigentlich gar keine Entscheidung. Das ist natürlich auch sehr schwierig, wobei ja eigentlich schon 2014 das Implementation Committee ja klar gesagt hat, dass ein Kriterium für eine relevante Entscheidung im Rahmen der ESPO-Konvention dann ist, dass die Entscheidung, wenn es sie nicht gäbe, dann der Betrieb eingestellt würde. Das könnte natürlich für diese Sicherheitsüberprüfung sehr, sehr wohl gelten. Man müsste sich das halt noch einmal anschauen, aber in diesem Themenchaos wird also gewabert. Dann ist mittlerweile ist dann auch noch Folgendes passiert, auch wieder eigentlich nur durch die Aktivitäten der NGOs, nämlich im Fall eben von Doul und Tihange, wo es ja um eine Lebensverlängerung ging nach 40 Jahren, hat ja dann die Regierung aufgehoben den Beschluss zur Schließung und hat um, glaube ich, 700 Millionen Euro unter Nachrüstungskosten verhandelt und hat die AKWs weiterlaufen lassen. Es haben sich die Freunde der Erde und Greenpeace haben sich dann an die belgischen Gerichte gewendet, ob das denn jetzt richtig ist, ohne UVP oder ein Verstoß gegen die ESPO-Konvention. Das wurde natürlich durch sämtliche peinlich berührte Instanzen in den belgischen Gerichten weitergereicht, landete dann beim Amt Verfassungsgerichtshof, der damit auch lieber nichts zu tun hat und deswegen sich ans Europäische Gericht gewendet hat, um zu fragen, recht konkret eben, ist das unter ESPO gedeckt, ohne UVP und so weiter. Da habe ich jetzt auch noch ein Bild, sobald mir Bilder einfallen. Das ist jetzt gekommen, wie drauf steht, 29. November und ist das schon in der Früh von der Frau Minister genannte Vorabentscheidung. Das ist eben jetzt noch nicht fix, sondern das ist, was die Generalanwältin dazu befindet. Ich werde das gleich vorwegnehmen. Es ist eigentlich eine ca. 1000-prozentige Bestätigung dessen, dass man den UVP braucht. Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Ich werde das jetzt nicht verlesen, ich glaube, das sind 50 Seiten, weil sie natürlich nicht nur ein Argument hat, wie das oft ist, sondern sehr, sehr viele aus der Konvention heraus, warum eine UVP notwendig ist. Und sie zieht das eigentlich rechtlich auch anders auf. Sie bewegt sich auch raus aus diesem ganz engen Rahmen, in den sie hier zum Beispiel diese genannte Ad-Hoc-Gruppe hinein manövriert hat. Und ich sage, das ist alles so vorsichtig, weil das ist natürlich jetzt noch nicht der Beschluss des Gerichtes. Auf das warten wir alle ziemlich. Auch gerade eben in dieser Ad-Hoc-Gruppe, weil man sie eben klar darin sagt, die Rücknahme dieses Beschlusses ohne UVP war falsch und wir warten, eigentlich sollte jetzt im Sommer das öffentlich werden und ich nehme an, dass diese festverfahrene Arbeitsgruppe sich dann bewegen wird. Interessant ist, sie geht sogar zum Beispiel beim Punkt 81 sogar auf die Argumentation schon der einzelnen Länder an, zum Beispiel schreibt sie über die Tschechische Republik, sagt, dass eine UVP, die Tschechische Republik argumentiert, eine UVP ist nicht notwendig für ein AKW, das ja bereits genehmigt ist, da es ja eben unlimitiert genehmigt ist. Und sie sagt aber, das ändert nicht die Tatsache, dass eine Erneuerung dieser Genehmigung sehr wohl natürlich wieder Umweltauswirkungen hat, nämlich auch negative. Und es somit im Sinne der ESPO-Konvention wäre, sich das noch einmal neu anzusehen und natürlich auch die Öffentlichkeit einzubeziehen. Also sie hat da ganz klar gesagt, dass das noch einmal gemacht werden muss, auch wenn es sozusagen nur eine Verlängerung ist. Und sie argumentiert das eben aus verschiedenen Ecken. Und ich habe halt schon ein bisschen die Befürchtung, weil wir auch eben vom Urteil des Europäischen Gerichts, was dann den Fall Hinkley Point C betraf und Euratom, hatten wir nicht so ganz das Gefühl, dass es eine wirklich unbeeinflusste Entscheidung ist. Also ich gebe zu, ich höre das Gras wachsen, wo das Atom ist, aber ich denke mir, dass diese Vorabentscheidung der Generalanwältin Cocotte halt so stark ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das komplett niedermähen. Ja. Sie geht auch auf die Upgrade-Programs ein, dass das genauso natürlich eine UVP auslösen kann.
Und sie sagt, dass es eigentlich umgekehrt ist, während die Pro-Nuklearen argumentieren, dass das nicht erwähnt ist in keinem der Annexe und man deswegen keine UVP bräuchte, sagt sie, ja, aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen und es gibt auch keine Schwellenwerte für irgendetwas bei kommerziellen AKWs. Das heißt, sie geht davon aus, dass das auf jeden Fall darunter fällt. Und ich sollte also jetzt im Sommer kommen, vielleicht kommt die Entscheidung auch erst im November. Und dann ist noch Zeit für diese ESPO-Arbeitsgruppe, die wir dann noch also weiter tagen. Ich nehme an, wir werden dann viel Neues zum Diskutieren haben. Die sollte dann bei der Vertragsstaatenkonferenz im Dezember 2020, sollte dann eine sogenannte Guidance da sein, also die Anleitung dazu, wie dann diese UVP umzusetzen ist, wie das zu funktionieren hat. Ich habe halt das Gefühl, sie werden sich da irgendwie rauswinden, sie werden das dann zur Kenntnis nehmen und sich selbst ein Mandat zu erteilen, wie sie denn diese völlig überraschenden und ganz ungeahnten Erkenntnisse in die Praxis umsetzen könnten. Oder wohin sie jetzt auch schon ein bisschen streben, ist zu sagen, naja, aber wir können doch nicht wegen jedem Blödsinn eine UVP machen, machen wir doch Major Changes, also nur die größeren Änderungen. Und da wird natürlich das eintreten, dass die sagen, es ist halt keine. Und die NGOs werden natürlich sich eine Beschwerde einreichen. Die Beschwerde kommt natürlich in erster Linie zum Implementation Committee, das sich auch schwer tut, diese technischen Dinge dann zu beurteilen. Und wie wir heute auch öfter gehört haben, ich meine, dort in diesen Kreisen herrscht noch die Vorstellung, das wäre halt ganz klar technisch, ist das jetzt eine große oder eine kleine Änderung. Aber wir sehen oft in dieser kleinen Änderungen, wo man dann nachher überrascht feststellt, dass die ja ganz, ganz, ganz viele Kettenänderungen hat. Ja? Das heißt, wenn das Implementation Committee wird wieder in derselben Verzweiflung sein wie jetzt. Deswegen können sie, glaube ich, auch nicht sagen, wir verschleppen das Ganze unendlich, sondern werden irgendeine Regelung haben müssen, weil eben das Implementation Committee sitzt ja schon auf 19 oder mehr Fällen, weil ja praktisch alles Lebensdauer verlängert wird und sich natürlich immer jemand findet, der eine Beschwerde dafür einreicht. Das heißt, bis 2020 sollte es eine Guidance dazu geben. Ich bin halt nicht so ganz überzeugt, dass das kommt, bin aber eben sehr optimistisch, dass halt sie jetzt dieses Gerichtsurteil dann nicht werden ignorieren können und wir dann vielleicht zu UVPs für Lebensdauerverlängerungen kommen und das ist dann auch gleich wieder schrecklich, weil die kommen dann möglich alle auf einmal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für diese doch auch etwas optimistischen Worte und ich muss jetzt ganz schwer beeindruckt auf mein Handy schauen, 15 Uhr.